Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Ich habe eine Neuigkeit für euch. Und zwar gibt es bei uns auf Smarana noch so viele Channelings, auch in unserem Umfeld, sodass wir das Programm erweitert haben und euch einfach daran teilhaben lassen möchten. Und das alles wird es jetzt auf Smarana live geben. Und so wird heute das erste Mal der Engel des Lichtes zu euch sprechen, ein sehr unterstützendes Channeling, gerade jetzt für die aktuelle Zeit. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und dass wir euch dieses Channeling schenken dürfen. Ich wünsche euch ganz viel Freude damit. Lasst euch inspirieren und unterstützt mit uns das Licht. Dies ist eine Botschaft des Lichts. Es ist an der Zeit, die Welt mit Licht anzuheben und einen neuen Wandel herbeizuführen. Ich möchte euch mit Hoffnung ermächtigen, die wir alle jetzt brauchen, denn es kann so aussehen, als würden manche Tage niemals enden. Wir brauchen jeden Tropfen Licht, den wir in uns haben, aber oft scheint in uns nicht genug für uns selbst übrig zu sein. Geschweige denn für andere, die ebenfalls verletzt sind. Aber ich bin hier im Namen des Engels des Lichts und bringe euch Hoffnung in diesen dunklen Zeiten, in denen sich die Dinge so schwer auf euren Schultern anfühlen und ihr nicht wisst, wie viel Gewicht ihr noch tragen könnt, bevor ihr unter dem Druck völlig zusammenbrecht. Deshalb gebe ich heute diese Botschaft. Das Licht ist auf dem Weg und ruft uns zur Hoffnung zu glauben, darauf zu vertrauen, dass alles gut werden wird. Das Licht ist immanent, es ist bereits hier. Wir sind von den Engeln des Lichts umgeben und sie rufen deinen Namen. Lass dich von ihrer Botschaft ermutigen, damit du deine aussenden kannst, um anderen, die es heute auch brauchen, Hoffnung zu geben. Wir sollten uns auf die Liebe in unseren Herzen konzentrieren, die uns strahlen lässt. Und anderen zeigen, es gibt einen Weg aus dem Dunkel ins Licht. Wir sollten uns daran erinnern, dass wir in dieser Welt nicht allein sind und dass es einen Grund für alles gibt, was gerade passiert. Wir werden unseren Weg aus der Dunkelheit ins Licht finden, einen Schritt nach dem anderen, wenn wir uns entscheiden, mit Glauben und Vertrauen zu gehen, anstatt aufzugeben, wenn die Dinge zu schwer werden. Wir können es gemeinsam schaffen. Aber zuerst wird es für manche sich anfühlen wie aufgeben. Aber es wird nicht so kommen. Wir stehen zusammen in Liebe, in Freundlichkeit und Mitgefühl. Für den Schmerz des anderen, wenn er ihn spürt, bücke dich nicht mit ihm, sondern gehe neben ihm und reiche ihm die Hand, wenn er dazu bereit ist. Liebe ist alles, was es gibt. Lasst sie uns umarmen. Alle unsere Herzen zusammen können ein Kraftfeld der Liebe schaffen, das nichts überwinden kann. Dieses Licht bildet ein Netz. Und jeder von euch ist ein Knoten, ein Punkt des Lichtes, die ihre Botschaft ins Netz sendet. Du bist mit uns allen verbunden und wir brauchen dein Licht. Das Netz wird durch das Licht, das du hineinstrahlst, gestärkt. Und das gibt uns Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Du bist nicht allein. Jeder einzelne von uns, dem das Überleben der Menschheit am Herzen liegt, ist mit dir dabei. Wir reichen uns über alle Grenzen hinweg die Hand, um etwas zu schaffen, das so großartig ist, dass wir uns nicht vorstellen können, wie das Ergebnis aussehen könnte. Wir sind heute hierher gerufen worden, um unsere eigene Botschaft der Liebe auszusenden. Lasst uns den Menschen um uns herum Hoffnung geben, damit sie wissen, dass es einen Weg durch diese schwierigen Zeiten gibt, wenn wir als eine Welt zusammenkommen. Lasst eure Stimme erklingen. Sprecht laut und sagt ihnen, dass die Dinge bald besser werden. Wenn Menschen Hoffnungslosigkeit empfinden, weil sie denken, dass niemand sonst das weiß oder so fühlt, so können wir das Licht in jeden Winkel der Welt bringen. Wir können zusammenarbeiten.
um den ganzen Planeten zu verändern. Das wird uns alle stärker machen und wir werden uns selbst besser fühlen. Du bist wichtig, du machst einen Unterschied in dieser Welt, vergiss das nie. Das Licht ist im Kommen. Lasst uns also in unsere Kraft treten, als Teil einer unglaublichen Gruppe, die heute nur aus einem Grund hierher gekommen ist, zu lieben auf diesem Planeten. Ich bin so froh, dass du mit mir auf dieser Reise bist. Schließe dich mir jetzt an. Nimm meine Hand, wenn dein Herz dir das sagt. Lass uns gemeinsam auf etwas zugehen, das größer ist als das, was sich jeder von uns allein vorstellen kann. Lass uns jetzt damit beginnen, denn die Dinge werden gerade heller. Eine Botschaft vom Engel des Lichts. Ich hoffe, meine Botschaft bringt dir Hoffnung und hilft dir zu glauben, dass wir die Welt verändern können. Es ist angstbasiertes Denken, das die Welt gerade beherrscht. Wir können diese Angst lösen. Wir alle wurden von Gott der Quelle hierher gerufen, um dabei zu helfen, Liebe auf dem Planeten zu verbreiten, denn er kennt die Menschheit.